Aber dass die, also ich meine, ihr wart doch ein Pfarrerhaushalt. Ja, wir sind halt anders, als ihr gedacht habt, was Pfarrer sein. Ja, viel zu weltoffen. Pfarrer und... Hallo Leute, Seba hier. Eine ganz kurze Anmerkung noch, bevor es losgeht. Wir hatten ein bisschen Aufnahmeprobleme mit Martins Mikrofon. Der zerrt ein bisschen heute. Das haben wir leider erst gemerkt, als die Aufnahme schon fertig war. Bitte seht's uns nach. Wir geloben Besserung. Ihr könnt auch einfach immer, wenn Martin irgendwas sagt, vorspulen. Das würde ich empfehlen. So, jetzt geht's los. Viel Spaß. Pfarrer und Nerd. Der Podcast von ndeon.de. Also wenn, an mir liegt es nicht, Leute, dass wir jetzt nicht anfangen können. Martin blättert noch panisch in der Bibel. Ich bereite mich vor, ich hole das Wort Gottes herbei. Wie ein Mensch, der kurz vor dem Scheiterhaufen doch noch ein unschlagbares Argument herausfinden will. Ich hab's gefunden. Was Martin da ganz genau in der Bibel gefunden hat, das wollen wir mal später beantworten. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ganz cool, dass ihr dabei seid, dass du zuhörst. Hier sind Pfarrer und Nerd mit Folge 143. Wir sind wieder mal in diesem muffigen, uralt Aufnahmestudio in dem Büro, wo wir arbeiten. Und ab nächster Woche wird das hoffentlich anders. Dann ist nämlich das Studio im Erdgeschoss fertig. Ja! Habe ich mir sagen lassen. Das wird sehr, sehr schön. Dann haben wir wirklich ein nagelneues Aufnahmestudio. Das zeigen wir euch dann auch auf Insta. Das wird ganz anders klingen. Ja, genau. Und unsere Gespräche werden auch gehaltvoller. Unbedingt. Dann wird uns die Geistkraft küssen. Ja, vielleicht werde ich dann auch nicht mehr von dir so sehr beschimpft. Oh. Weil Martin macht sich heute nur, wir haben uns nach längerer Zeit mal wieder gesehen, und Martin macht sich quasi nur über mich lustig die ganze Zeit. Er hat gerade eben mich drüber ausgelacht, was ich zu Mittag gegessen habe. Das war vielleicht ein bisschen fleischhaltig, aber das darf ja auch mal sein. Und dann kann ich mir die ganze Zeit die Betonung liegt auf dem Mal. Irgendeinen Scheiß anhören. Es war so ein richtiges Mittagessen, wie du hast ja mit einem Kollegen gegessen, und Das hat so richtig zu euch beiden sehr gut gepasst, ja. Was hat denn da dran so gut gepasst? Jetzt einmal mit allem. Naja, es war halt alles fleischlastig, wie du schon gesagt hast. Nee, Pommes waren nicht fleischlastig, die Bohnen und das Brokkoli war auch nicht fleischlastig. Stimmt, war noch sowas grün angehauchtes. Man wusste gar nicht, ob es Gemüse ist oder ob es Pappmaché. Das ist ganz furchtbar. Ja. Sehr schön. Aber ich wollte dich eigentlich ankündigen als, begrüßen Sie jetzt bitte den Mann, der easy 50% aller Pfarrpersonen in Deutschland in die Tasche steckt, was dich zum perfekten Mittelmaß macht. Ganz toller Witz. Aber ja, wie schön, dass ich dieses Kompliment dann doch verpasst habe. Ja, genau. Ja, willkommen zurück. Du darfst nicht so schreien. Achso, ich darf nicht so schreien. Das ist... Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Also Leute, ihr müsst uns das nachsehen. Wir wissen, dass die Audioqualität nicht die aller krasseste ist, aber das schaffen wir jetzt auch nochmal. Vielleicht würde es helfen, wenn du wie ich so ein bisschen am Mikro vorbeiredest. Ach so. Und nicht so direkt reinplärst mit deinem engelsgleichen Organ. Ich arbeite Organ. Ja nach wie vor daran, dass niemand jemals auf den Gedanken kommt, mich in ein Großraumbüro stecken zu wollen. Deswegen versuche ich immer Krach zu machen, also bin ich. Und es funktioniert auch schon ganz schön. Ich war einmal bei den Kolleginnen, habe ich einen Vormittag im Großraumbüro gearbeitet. Danach haben die sehr deutlich gesagt, dass sie Schallschutz brauchen. Ja, da hast du ja aber auch echt Mühe gegeben, richtig schön laut zu sein. Nein, ich war eigentlich ganz natürlich. Mm. Und gerade erst neulich war ich wieder da zu Besuch. Schon wurde im Nebenbüro die Tür geschlossen. Mit so diesem demonstrativ undemonstrativen. Also es war versucht leise, aber doch so, dass man den Türschließer hörte. So. Naja, gut, danach dachte ich, oh, Martin, zu laut. Bin ich mal mit einem Kollegen vor tatsächlich vielen Jahren aneinander gerauscht, weil er hat auf dem gleichen Flur gearbeitet und hat so laut telefoniert, dass alle Leute mithören mussten in seinem Einzelbüro. Dann bin ich zu ihm gegangen und habe geräuschvoll die Tür zugemacht bei ihm. Würde ich heute anders lösen. Ich glaube, ich würde hinterher hingehen und sagen, dann, du verzeih, man hört ich erzähl das ja noch. Ach so, Entschuldigung. Das erkennst du daran, dass bei mir noch Töne rauskommen. Ja, ich sehe, dass du sprichst, aber ich höre nicht, was du sagst. Dann kam er hinterher zu mir und wollte das dann klären, vollkommen zurecht, weil er laut telefoniert, schön und gut, aber das war trotzdem keine Art von mir. Jedenfalls, nachdem ja, du mich heute... Ja, komischerweise, ich finde das irgendwie so grob irgendwie, also aber wahrscheinlich, weil es auch dann mich betraf, weil ich ja der Laute war, ist auch vollkommen in Ordnung. Also das muss ich jetzt hier nochmal zu Protokoll geben. Dass die Tür so zugemacht wurde, meinst du? Ja, das ist für mich immer irgendwie, also entweder ich mache sie dann ganz leise zu, sodass der andere es nicht merkt, das ist ja auch vollkommen... Würde ich auch so machen heute eigentlich. Aber nicht irgendwie dieses, es war nicht zugeknallt, aber es war so, dass man es hören musste. Bestimmt zugemacht. So, gerne. Und davor noch so ein... Genau. Und das hat sowas so irgendwie, weiß nicht, das klebt dann so an mir. Und das ist so demonstrativ,
du asozialer, lautstarker, der nicht an die anderen denkt. Aber in der Sache ist es ja richtig. Du bist gar nicht asozial, Martin. Du bist nur lautstark. Ich, ja, weil oft sind die Räume, die Gänge hier so still und dann finde ich irgendwie schon, dass da ein bisschen Lärm rein muss. Hier muss mehr Krach sein, ja, definitiv. Ja. Ja. Gut, also. Du schreist zu laut, so, Martin. Ich muss dich mal ein bisschen runterregeln. Mhm. Das ist, weil wenn du gerade dieses Gut also so sagst, wie du es gerade getan hast, dann ist, was sitzt du denn so verklemmt da? Auch du sitzt so die Arme verschränkt und so. Du stehst lieber beim Aufnehmen, ne? Ja. Wir werden ab nächster Woche im neuen Studio werden wir dann wieder im Stehen. Und wahrscheinlich ist mir aufnehmen. So kalt, deswegen halte ich schützend. Genau, weil es hier auch so furchtbar kalt ist. Wenn ihr ein paar Nebengeräusche, Hintergrundgeräusche habt, ich habe hier ein Fenster aufgemacht in dem Tonstudio, was man normalerweise überhaupt nicht machen darf, logischerweise, aber ich bin da ganz ehrlich und sage, wir brauchen einfach ein bisschen frische Luft hier, sonst sterben wir. Okay, wir haben Bruderküsse zu verteilen. Martin, magst du anfangen mit dem ersten vielleicht? Ja, mehrere. An Ulrike und Klaus wollte ich meinen Bruderkuss, weil die haben uns ein Bibelzitat geschickt. Das stimmt, ja. Und das war passend. Wir machen ja ab und zu, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht, diesen Bibel-News-Quiz, dass wir einzelne Bibelverse nehmen und sagen, auf welches Ereignis könnte das passen. Mhm. Und sie haben uns diesen Bibelvers geschickt. Kommt nun und lasst uns genießen, was wir jetzt haben und die Schöpfung auskosten, solange wir jung sind. Kommt nun und lasst uns genießen, was wir jetzt haben und die Schöpfung auskosten, solange wir jung sind. War in ihrem Kalender und lief unter Geistesblitz. Ist so ein typisches Beispiel dafür, wenn man Bibelverse einfach aus dem Zusammenhang rausnimmt, weil es klingt jetzt erstmal nett und so Carpe Diem-mäßig, pflücke den Tag, man weiß nie, wie viele man hat und lebe jeden Tag so, als wäre er dein Letzter. Ja. All dieses, aber tatsächlich ist es in dem Zusammenhang, dass es aus der Rede eines Frevlers genommen ist, so ist es in der Bibel, der sagt da einiges, also wenn man noch einen beliebigen anderen Vers rausreißen will, so lasst uns dem Gerechten auflauern, denn er ist uns lästig. Würde auch niemand auf die Idee kommen, einfach mal so rauszuklauben. Also hinterher kommt dann raus, also diese ganze Rede ist eben von jemandem, wie man es nicht machen soll und dass man nicht einfach so geisteslos in den Tag hineinleben soll, sondern die Tage bewusster leben soll und nicht einfach nur trinken und genießen und dass das nicht die vorgestellte Lebensweise ist. Oder Fettmittag essen, so wie ich. Schön, dass du es erwähnst. Genau. Aber also das bedeutet, wir lernen daraus einmal mehr, Bibelverse sind bitte nicht aus dem Zusammenhang zu reißen und irgendwie solo irgendwo hinzustellen, weil man muss immer den Zusammenhang verstehen. Ich habe noch einen anderen Vers im Kopf und ich weiß nicht, ob ich die verwechselt habe. Gibt es so einen Bibelvers auch im Sinne von lass uns das mal alles genießen, weil morgen sterben wir? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja. Mhm. Gibt es den oder ist das eine andere Übersetzung von dem jetzt? Den gibt es auch, das ist nochmal ein separater, der steht im Alten wie im Neuen Testament. Also der wird im Neuen Testament zitiert. Ja. Okay, also jetzt sagst du, das ist gerade eben, das ist die Rede eines Frevlers. Ist es im Neuen Testament dieser andere, der ja letzten Endes die gleiche Aussage hat, ist das auch die Aussage eines Frevlers? Oder ist es vielleicht auch mal ein bisschen was Lebenszugewandtes im Sinne von, Leute, macht euch nicht nur Sorgen, sondern genießt auch mal ein kleines bisschen. So kann man das natürlich auch deuten, jetzt auch diesen aus dem Zusammenhang gelösten Satz. Aber wie gesagt, das ganze Kapitel ist überschrieben mit Rede der Frevler. Und es geht los mit, in die Irre gingen ihre Gedanken und sie sagten zueinander, Doppelpunkt. Und dann kommen mehrere solcher Aussagen und darunter eben auch der, lasst uns genießen, was wir jetzt haben und die Schöpfung auskosten, solange wir jung sind. Vor jeder Podcast-Folge von uns könnte das so, in die Irre gingen ihre Gedanken und sie sagten zueinander, willkommen bei Pfarrer und Nerd. Genau. Das wäre ja super. Es ist immer gut, lustig, wenn man sich selber einschließt und nicht, nicht ausnimmt. Wenn man sich selber auch zu den Verkehrten zählt. Wen das interessiert, mich hat dieser Vers, lass uns genießen, was wir haben, die Schöpfung auskosten und so weiter, steht in Weisheit 2, Vers 6 übrigens. Und mich hat das erinnert an das Lied Tripping Billies von Dave Matthews. Könnt ihr mal nachhören, schicke ich euch auch in die Shownotes. Ist eins meiner All-Time-Favorites eigentlich, habe ich so zu Studienzeiten mitbekommen. Und das ist ein ziemlich schönes Lied von Dave Matthews, der ja darin auch die schönen Seiten des Lebens preist, soweit ich das verstanden habe. Ich bin aber noch nicht genau in eine Textanalyse gegangen. Ja, und jetzt zu dem anderen Vers, den du gesagt hast, der steht, also der Ursprungsvers steht in Prophetenbuch Jesaja 22, 13, mit lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Zu der Zeit rief der Herr Zebaoth, dass man weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege. Bliblablub und dann Bitte, kannst du mal nicht Jesaja mit Bliblablub abwürgen? Aber siehe da, lauter Freude und Wonne, Rinder töten und Schafe schlachten, Fleisch essen, ich weiß nicht, wir kommen irgendwie von deinem Mittagessen nicht los, und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot.
So. Aber mein Ohren ist vom Herrn Zebaoth offenbart, wahrlich, diese Schuld soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt. Müssen wir da jetzt noch viel weiterlesen? Weiß ich nicht. Du willst nicht hören, dass der Herr Zebaoth das dann doch anders sieht. Und zitiert wird das, genau, auch da lohnt es sich zu schauen, was ist der Kontext, was ist eigentlich gemeint und ist es nun als positiver Sinnspruch gemeint oder ist es eher als eine Lebenshaltung, eine Warnung, eine Einstellung gemeint, wo man sagt, vorsichtig, könnte auch in die Irre laufen. Wobei man, das will ich jetzt auch nochmal sagen, die Bibel hat nichts an sich gegen Feiern und auch nicht Wein trinken und auch nicht umsonst heißt an vielen Stellen, Hurra, lasst uns ein Fest feiern und wie bei einer deiner Lieblingsgeschichten, stimmt, eine deiner Lieblingsgeschichten ist doch der verlorene Sohn und der barmherzige Vater. Wo der Vater dann das lang gemästete Kalb schlachten lässt vor Freude, weil sein verlorener Sohn wieder da ist. Also das war aber nur eine Geschichte. Und das andere, meine andere Lieblingsgeschichte, die Leute, die uns auf Insta folgen, haben unser Reel gesehen, das Max, unser FSJler für uns geschnitten hat, wo es unter anderem darum ging, was ist unsere Lieblingsbibelgeschichte. Da musst du dann spontan antworten, habe ich Josef gesagt, weil Josef wird von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und ist dann hinterher derjenige, der die Familie rettet und so. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Das zieht sich ja auch über mehrere Kapitel, ist ja fast ein richtiger Roman. Ja, kann man so sagen. Und was hast du als Lieblingsgeschichte bezeichnet? Ja, das siehst du dann im Reel. Nee, jetzt lass mich, ich habe es noch nicht gesehen, muss man dazu sagen, weil wir haben es gerade eben erst aufgenommen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Aber ihr könntet jetzt reinschauen, um zu erfahren, was meine Lieblingsgeschichte ist. Ja, was ist denn deine Lieblingsgeschichte? Jetzt sag doch mal. Wir wollen das doch anpreisen. Komm, wir haben noch ganz viele andere Fragen da beantwortet. Sag mir jetzt deine Lieblingsgeschichte. Ja, witzigerweise Josef. Nicht dein Ernst. Doch. Wir haben zufälligerweise dieselbe gewonnen. Ja. Das ist geil, weil ich habe dann gesagt, bei Martin ist wahrscheinlich so Mainstream so Auferstehung. Ach so. Auf die Geschichte und ich rede nicht von Lazarus. Siehst du, ich habe von dir gesagt, bei Seba ist sicher irgendwas mit Josua und dass der in den Krieg zog. Was? Genau. Der Josua war bestimmt auch so ein Killerspielspieler. Ja, genau. Das war meine Assoziation. Sehr gut. Okay. Soweit zu dem Thema. Also Klaus und Ulrike, vielen Dank für den Bibelvers. Das war der eine Bruderkuss. Wenn ihr Bibelverse habt, wo ihr nicht wisst, was ihr damit anfangen sollt, immer gerne an Pfarrer und Nerd in d&de. Wir legen das da fachkundig aus. Wir sind gerne die Bibelvers-Abwurfstelle. Beziehungsweise Martin legt fachkundig aus und ich mache dumme Kommentare dazu. Das ist es doch, was ihr wollt. Nächster Bruderkuss geht an Lukas. Der hat uns eingeladen. Der hat erbost geschrieben. Also zum einen, er hört uns anscheinend gern, was mich total freut. Ich weiß nicht, ob dich auch, Seba. Das ist mir scheißegal. Natürlich freut mich das. Und wir haben über American Football 2-3 Folgen zuvor gesprochen und wir haben uns gelästert. Ja, muss man sagen. Es war die Rede der Frevler, die aus unserem Munde kam. Nein. Und er schrieb uns, ihr habt keine Ahnung, ihr solltet nicht über Dinge sprechen. Lukas spielt selber, muss man dazu sagen. Das ist dann wahrscheinlich mittendrin statt nur dabei, ist nochmal was anderes. Aber er hat gesagt, American Football ist gar nicht langweilig. Und er hat uns eingeladen, das doch mal anzugucken. Ja. Und, Wobei ich dich auch nicht mit so einem Brustpanzer sehe, bin ich ja, ich wollte auch nicht mitspielen, ich wollte zuschauen. Du wolltest zuschauen, wie ich mitspiele. Ja, wie ich so panisch weglaufe. Los, haut ihn weg. Da läuft die Sau. Okay. Ja, ist sicher nicht schnell genug. Lukas, keine Ahnung, ob wir das mal wahrmachen, aber die Einladung ehrt uns sehr. Vielen Dank dafür. Ich bin wild entschlossen. Mich würde es wirklich interessieren. Ja, dann doch mal wir was anderes erleben. Irgendwann. Ja. Wir müssen es dann wirklich terminieren. Aber wir haben ja einiges vor in diesem Jahr noch. Wir wollten ja auch gemeinsam auf den CSD gehen, auf den Christopher Street Day. Das stimmt. Wir haben neulich Terminplanung gemacht und haben dabei festgestellt, dass in ein paar Monaten Christopher Street Day ist. Das hast du festgestellt, hast gesagt. Da ist ein Termin, da wollten wir hingehen. Ja, weil ich das im Gegensatz zu dir komischerweise schon im Kalender stehen hatte. Weil wir letztes Jahr gesagt haben, ey, lass mal zusammen CSD gehen. So, jedenfalls müssen wir da auch noch überlegen, wie wir da hingehen. Wir können nicht einfach wissen. Als Pfarrer und Nerdin gehen und als Seba und Martin, ja. Ja, man kann ja, geht man da in Zivilklamotten hin? Nee, oder? Doch, kannst du schon. Da muss man doch irgendwas, wo so die Arschbacken frei liegen, ja, genau, oder nicht? Du musst halb nackt hingehen. Du schon, ich gehe normal. Dann sind wir ja beide verkleidet. So, letzter Bruderkuss der Woche geht an Hörerin Sina. Ich hatte beschrieben, dass, dir ist ein Auto über den Fuß gefahren, ne? Ja. So, ja, stimmt, da in Südafrika. In Südafrika, genau. Und Hörerin Sina hat gesagt, das ist gar nichts, ihr sind schon 3 Autos über den Fuß. Und zweimal war es ihre Mutter. Das fand ich noch so den. Also an 3 verschiedenen Tagen, muss man dazu sagen. Die Mutter hat nicht nochmal den Rückwärtsgang eingelegt und. hat Ingo Appelt gesagt, aber ja, ich bremse auch für Tiere. Klar, ich will ja wissen, ob ich das Viech erwischt habe. Kleiner Spaß. Hast du es mitgekriegt? In Limburg sollen jetzt ganz, ganz viele 1000 Tauben per Genickbruch getötet werden. Huch. Weil Limburg hat so ein ganz starkes Taubenproblem. Ich meine, Tauben sind ja, wenn du so willst, sind Tauben tatsächlich so Ungeziefer. Ich meine, wenn es zu viele sind, war
in Ägypten nicht auch eine der Plagen ganz viele Tauben? Nein. Nee, ne? Das waren Heuschrecken. Ja, fast das Gleiche. Jedenfalls. Damals war die Taube noch positiv konnotiert. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, wir müssen ganz viele davon töten. Ich würde mir das dann auch mal angucken müssen, bevor ich dagegen protestiere. Wie schnell geht das mit dem Genickbruch? Keine Ahnung. Also, wenn das so macht und die Taube ist tot, dann ist es ja letzten Endes auch sehr, human. Dann ist es ja auch ja, human. Kann man bei einer Taube human sagen? Animal. Animalisch ist es ja dann auch. Jedenfalls haben ganz viele Tierschützer dann dagegen protestiert und dann war irgendwie so das Angebot, ja, wir können ja auch so eine Art Taubenheim für die bauen und dann kümmert ihr euch darum, wenn ihr dagegen seid. Das wollten sie aber dann auch nicht. Ich kenne es eigentlich noch so mit so Unfruchtbarkeitsfutter, das ausgestreut wurde. In München gab es das in den 80er Jahren. Ja, da hingen so Schilder aus in den Isar-Anlagen, dass Taubenfreunde und Taubenfeinde jetzt mal an einem Strang zögen. Also hier wäre Futter ausgestreut, das die Tauben unfruchtbar mache, um einfach der Taubenplage Herr und Herrin zu werden. Das klingt nach einer ganz, ganz coolen Idee, aber ich finde das so crazy. Scheint aber nicht funktioniert zu haben, denn die Taubenplage besteht nach wie vor. Ja. Also für das bei Menschen, ob es auch irgendwas gibt, was man so essen kann, wo man dann sofort unfruchtbar wird. Irgendwie finde ich das brutal. Stimmt, ja, na gut. Gut, ich habe auch gerade eben halb pro Genickbruch votiert, von daher darf ich da mal gar nichts sagen. Eben. Aber, naja, die Causa Limburg, ich weiß da auch gar nicht Näheres zu. Ich habe nur einen Kollegen, der wohnt in Limburg und heute Morgen in der Konferenz war das irgendwie Thema. Gut. Was hätte Jesus denn gemacht? Der hätte sie wieder hören lassen, die Tauben. Das war mein Witz, den ich heute Morgen in der Redaktionskonferenz gespart habe. Oh, ja. Gut. Ich wusste ja, ich habe heute Nachmittag Podcast, da kann ich dir raushauen. Du hast dir schon wieder was verkniffen, das ist ja immer erstaunlich. Ja. Ja, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? In meiner Abi-Zeitung stand, war ein Kommentar über mich, wenn er nicht zu allem seinen Senf dazugeben würde, würde er vermutlich ersticken. Wie trefflich. Und seither hast du dich nicht entwickelt? Nee. Hast du mal drüber nachgedacht, dass du dich auch ändern könntest? Also so mit Jesus Hilfe? Leute, und ich muss noch, wir hatten letzte Woche Folge, davor in der Folge, in der 142, haben wir kurz gesprochen über diese Kinderrechte-Geschichte. Ja? Zu 75 Jahre Grundgesetz. Und da wollte ich nochmal ganz kurz einen Recap machen, beziehungsweise ich nochmal aufklären, wie das genau war. Das war so etwas ungesundes Halbwissen letztes Mal. Es gab 2018 von der Regierung den Plan Kinderrechte ins Grundgesetz. Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran. Und die Evangelische Allianz in Deutschland hat dann dagegen gehalten. Die fanden das nicht gut, weil, Zitat, die geplante Verfassungsänderung könnte die Rechte der Eltern aushöhlen. Das war deren Befürchtung. Durch die Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung werden nach Einschätzung von Experten die Position des Staates gestärkt. Es müsse aber auch in Zukunft der Grundsatz gelten, dass Eltern besser als der Staat wissen, was gut für ihr Kind ist. So die Stellungnahme. Klingt für mich ein bisschen wie, ich möchte mein Kind schlagen, wann ich das möchte. Offen gestanden habe ich das auch gedacht. Aber es ist natürlich ein böses Vorurteil. Da müsste man jetzt in die Details gehen, was nun genau, wie die Kinderrechte da nun formuliert hätten werden sollen und was die nun meinen. Grundsätzlich wunderte mich an dieser Begründung, denn die Grundrechte, wie wir ja das letzte Mal auch festgehalten haben, sind ja immer Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat. Also es ist ja, es geht ja darum, was der Staat, wo der Staat nicht eingreifen darf und welche Rechte des Einzelnen er zu schützen hat. Ja. Insofern ist es erstaunlich, dass Sie jetzt da behaupten, es würde die Rolle des Staates stärken. Grundrechte sind ja erstmal Verpflichtungen des Staates, wofür er sich einsetzen muss, damit es Kindern gut geht. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, aber ich bin relativ der festen Überzeugung, dass es in die Richtung ging, im Sinne von eine Indoktrination durch den Staat, die eher links ist und gerade Evangelische Allianz, sage ich mal, eher ein bisschen konservativ, sagen wir es einfach mal so, das war denen dann ein Balken im Auge, könnte ich sagen. Wahrscheinlich. Verstehst du? Ja. So ungefähr. Das wollte ich nur noch eben abschließen, weil ich euch letztes Mal versprochen habe, dass ich da nochmal nachgucke. Was hier so knarzt, ist mein Stuhl übrigens. Knarz, knarz. Europawahl, Martin. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen? Ich habe Briefwahl schon gemacht. Ich auch. Ach stimmt, du warst auch auf Briefwahl. Ja, ich bin am Wochenende auf dem Land draußen. Also insofern kann ich nicht in ein Frankfurter Wahlbüro gehen. Und ach so. Deswegen habe ich schon Brief gewählt. Ich fand witzig, also ich habe mir das alles sehr, sehr gründlich angeschaut. Was werdet ihr auch tun, wenn ihr das macht? Ich fand interessant, was es für Wählervereinigungen, für Parteien antreten. Hast du also meine Partei bibeltreuer Christen. Nein, Spaß. Meine Lieblingspartei ist die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung.
Und die versprechen, dass mit entsprechender Forschung jeder 1000 Jahre alt werden könne, ohne gebrechlich, krank, hässlich, faltig zu werden, sondern ewige Jugend. Das gibt's doch nicht. Ich habe mir dann auch so wie Wahlspot angeschaut und so von denen. Also ich fand ja, das, und hatte das dann Hand und Fuß oder war das wirklich so es freakig, wie es überkam? Es ist keine kabarettistische Partei. Es ist nicht, ja, das dachte ich mir schon, dass es kein Kabarett ist. Aber meinen die das dann ernst? Also hast du dann, wenn du den Spot guckst, den Eindruck, ja, die haben sowieso ein Ei am Wandern? Naja. Oder hat das Hand und Fuß? Also ich habe jetzt nicht das ganze Parteiprogramm von Ihnen gelesen. Diese Mühe habe ich mir dann doch nicht gemacht. Aber wenn man schon sagt, irgendwie, wie alt ein Einzelner werden soll, können soll, also das finde ich abstrus. Es ist ja schön, dass wir jetzt in Methusalem-Kategorien uns schießen können. Aber ja. Ich nehme sie nicht ernst. Okay. Also ich glaube, Sie meinen es ernst, aber ich nehme die Position nicht ernst. Ja, wer kann denn ernsthaft so alt werden wollen? Würdest du... Ja. Also ich meine, jetzt abgesehen von, ja, Alpha will forever young, weißt du? Ja, aber und Who Wants to Live Forever war Queen. Queen, das stimmt. Mhm. Ja, aber wie alt würdest du gerne werden? Du darfst jetzt selber bestimmen, wie alt du wirst. Wie alt wirst du? Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Nee, hör mal auf mit den Bibelsprüchen jetzt. 100 finde ich gut. 100 findest du gut? Aber es kommt natürlich auch drauf an. Ja, wie man 100 ist. Ich habe es hier auch schon mal erzählt. Also die älteste Person, die ich mal als Pfarrer beerdigt habe, wurde 107. Und okay. Sie war bis 103, lief sie frei rum. Also war... Und dann, danach war sie im Knast oder was? Na, danach wurde sie tatsächlich gebrechlich. Sie ist dann gestürzt und dann waren sozusagen 4 Jahre, wo sie doch einfach auch mit Krankheit zu tun hatte. Ich glaube aber einfach, da bin ich einfach Realist. Ja, das wahrscheinlich wird Krankheit kommen. Ich glaube, wir werden nicht irgendwie 100 werden und es wird so sein, dass wir in Saft und Blüte einfach plötzlich daneben sinken, sondern es wird so sein, dass die Kräfte nachlassen, dass man anfälliger wird, dass man hinfällig wird, dass man mehr Hilfe braucht. Im wahrsten Sinne, dass man öfters hinfällt. Dass man mehr Hilfe braucht. Ja, dass es nicht nur ein Spaziergang sein wird und dass man. Ja, ich verstehe schon, dass du da jetzt auch direkt auf so eine Meta-Ebene gehst. Entschuldigung, aber du würdest gerne 100. Ich fand das immer ein cooles Alter. Ich fand früher schon als Kind, fand ich immer schon toll, meine Urgroßmutter wurde 89 und da hat man damals gesagt, und das war ja in den 70er Jahren, hat man gesagt, 89, das ist richtig alt. Und meine Oma wurde dann auch 89, dann dachte ich, alt werden ist bei uns in die Familie gelegt. Meine Mutter wurde leider nur 77, insofern ist das so eine gemischte Bilanz und mein Großvater wurde nur 57. Also, gibt dann eben sozusagen verschiedene Alter. Ja. Es gibt verschiedene Alter, wollen wir das mal festhalten. Ja, und da ich erlebt habe, dass mein Schulfreund mit 50 gestorben ist, fand ich immer, dass es irgendwie Tod natürlich nicht erst zum Alter, also nicht irgendwie, wenn du alt und so viele Lebensjahre drauf hast, dich ereilt. Um es jetzt mal nochmal ernst zu tönen. Verstehe. Ich weiß nicht, wie alt ich werden will. Ach so, aber mich fragst du das. Du antwortest jetzt gefälligst auch darauf. Ja, okay, dann, also die Sache ist die, ich mach's nicht an der Zahl fest, weil wenn du jetzt sagst, du wirst 100, an einer Zahl festzumachen, ja, das würdest du mir so nie durchgehen lassen. Ich habe dich gefragt und du hast geantwortet, das hat ja nichts mit gezwungen zu tun. Ich finde alt werden nicht so schlimm, aber der Kopf muss mitspielen und der Körper muss am besten auch mitspielen, es ist halt so, es ist genau wie du sagst. Solange das alles einigermaßen funktioniert und ich vielleicht noch potenzielle Enkel sehe oder was weiß ich, will ich gerne auch 100 werden. Aber wenn ich 100 bin und lag ab 75 nur noch im Bett und konnte nichts mehr, dann will ich keine 100 werden. Wir sind hier aber nicht bei Wünsch dir was. Yes, stimmt. Ja, das ist ein spannendes das ist Thema. Aber das ist ja das Versprechen dieser Partei. Also sozusagen, werde 1000 und zwar das in Vollbesitz deiner Kräfte, sowohl geistig wie körperlich. Das ist so dumm. Aber also, naja, egal. Also ich habe Briefwahl ja schon gemacht. Mal gucken. Nächstes Mal wähle ich die vielleicht. Aber was ich auch gesehen habe, es gibt viele Videos, wo Leute überzeugen sollen, dass man zum Wählen geht. Also den Wahlaufruf und ganz viele. Ich habe erst gedacht, ich habe das zuerst gesehen bei einer Pfarrerin und Pfarrer, die im Talar Zähne geputzt haben. Ja. Mit der Aussage, und da lief das Spruchband dahinter, wählen ist wie Zähne putzen, tut man es nicht, wird es braun und stinkt. Und ich habe jetzt gesehen, dass es ganz viele... schwarz übrigens, wollte ich nur mal sagen. Verschiedene Prominente machen dieses mit dem Zähneputzen. Also ich sah verschiedene Aufrufe. Mit der einfachen Rechnung, die wir immer kennen, je mehr Leute zum Wählen gehen, desto mehr verteilen sich natürlich auch die Stimmen. Und du brauchst mehr Stimmen, um auf 3 oder 4% zu kommen. Also insofern, wenn du bestimmte Parteien nicht befördern willst, also wenn du nicht wählen gehst, überlässt du die Entscheidung letztlich sehr, sehr viel mehr anderen und eben dann im Zweifelsfall auch radikalen Kräften. So. So.
Den langen Satz auf einen Satz runtergebrochen, wer nicht wählt, wählt rechts. Ja, das ist die Aussage. Na, das ist tatsächlich so. Also ich meine, das ist auch relativ einfach nachvollziehbar. Ihr wisst Bescheid, geht doch am Sonntag mal wählen. Die Wahl geht ja in Europa schon seit dem Donnerstag. Seit 6. bis 9. Juni wird ein Kontinent wählt. Es ist nicht ganz so lang wie in Indien, wo man ja mehrere Wochen gewählt hat, aber es ist doch immerhin von Donnerstag bis Sonntag. Das wusste ich zum Beispiel nicht, wegen dieser ganzen Briefwahlgeschichte. Und, sag mal, ist es nicht wegen der Briefwahlgeschichte, sondern, aber in verschiedenen Ländern. Deswegen habe ich mich damit nicht befasst, meine ich ja. Ich habe jetzt gelesen, ist das Wahlalter runtergesetzt worden? Ja. 16-Jährige und dürfen jetzt schon, ne? Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es gab irgendeine Untersuchung, die gesagt hat, bei den, ich glaube, 16- bis 29-Jährigen wäre die AfD stärkste Kraft. Ja. Dann wurde aber danach auch wieder veröffentlicht, dass diese Studie, dass da unter Umständen nicht alles mit richtigen Dingen zuging. Wir dürfen uns überraschen lassen, Leute. Geht wählen, das ist eigentlich alles, was wir sagen wollten gerade. Und die Verjüngungsforschung, ja, keine Ahnung, da müssen wir einfach nochmal gucken. Wir müssen von der lockeren Europawahl mal zu einem ernsteren Thema. Späßchen, aber heute ist in Mannheim eine Schweigeminute. Ja, heute Freitag, also wenn ihr das hört, 7. Juni, oder genau. Wann immer ihr das hört, also wir beziehen uns jetzt auf Freitag, 7. Juni. Das ist dann genau eine Woche her, dass in Mannheim dieser eine Typ, 25-Jähriger, ursprünglich aus Afghanistan, eben auf dem Marktplatz eine Messerstecherei angefangen hat und 6 Menschen verletzt hat. Und der Polizist, den er auch attackiert hat, der ist dann gestorben am Sonntag, also sprich 3 Tage später. Und in Mannheim ist eben dann an diesem Freitag eine Woche später um 11.34 Uhr, also zum Tatzeitpunkt, eine Schweigeminute. Was ich mich dabei immer frage, ist, also erstens war der Typ 25 und ich denke mir dann irgendwie so, ich weiß noch ungefähr, wie ich drauf war mit 25. Was ist mit dem los? Mm. Was ist da passiert? Wie lange? 9 Jahre in Deutschland oder 10. So? 10 Jahre, seit er 15 ist, seitdem er ein Teenager ist. Verheiratet, so viel 2 Kinder. Mitbekommen von dem, wie dieses Land funktioniert. Verheiratet, 2 Kinder. Mega krass. Was ist da falsch gelaufen, frage ich mich dann. Und wann hat er den Plan gefasst, gesagt, yo, ich nehme ein Messer mit und ich werde damit Menschen verletzen und das ist eine richtig gute Idee, die ich jetzt in die Tat umsetze. Ich verstehe so vieles nicht an dieser Sache. Weißt du, was ich meine? Du wirst es auch nicht verstehen, aber was denkst du darüber? Ja, erstmal, also auch das Erschrecken über so eine Tat, wie sich ein Einzelner radikalisiert. Und das ist jetzt anders als in anderen Attentaten. So Anis Amri haben ja viele vielleicht noch im Kopf, der Attentäter vom Breitscheidplatz, der ja vorher schon auffällig war. Und das war bei diesem Typen ja nicht der Fall. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt aufnehmen, ist auch noch nicht ganz klar, weil der konnte noch nicht vernommen werden, was nun sein Motiv ist. Und also der Tathergang, die Tatmotive konnten aufgrund von seinen Aussagen noch nicht erhoben werden. Aber es ist schwer anzunehmen, dass es eine islamistische Radikalisierung ist, die bei ihm abgelaufen ist. Das ist natürlich einfach nur erschreckend. Und wie läuft das ab? Schleichend, zunehmend? Keine Ahnung, wie das, also im Internet und so einen Einzelnen kannst du nie fassen. Da wird es nie eine absolute Sicherheit geben, weil der vorher nicht auffällig war. Es gab, soweit der Informationsstand jetzt, keinen Hinweis darauf, dass der irgendwie eine Tat plant. Und auf dem Marktplatz war ein Infostand von Islamkritikern. Ja. Und die hat er ja anscheinend auch attackiert und den einen prominenteren Islamkritiker ja auch niedergestochen. Der musste auch operiert werden. Er war wohl schon von Leuten drumherum zu Boden gedrückt worden und festgenommen worden. Und dann haben andere gedacht, das seien, also diejenigen, die ihn festgehalten haben, seien diejenigen, die gefährlich wären und haben die dann weggezogen, wodurch der sich wieder befreien konnte und dann herumgestochen hat. Also Ernst? Und die Polizei kam eben hinzu, als die Situation total verwickelt war und gar nicht richtig erkennbar war, wer denn hier nun was wie tut. Und und darin hat er diese Messerstecherei veranstaltet. Ja. Und einfach in Brutalität ja auch, also in den Hals gestochen und daran ist dieser Polizist ja gestorben. Beim drüber nachdenken, weil natürlich dann immer auch die Frage, was hat das mit Religion zu tun, was hat das speziell mit einem radikalisierten Islam zu tun, da ist das... Naja, Ungläubige töten. Ja, was ich generell und auch eben Kritiker der Religion als sozusagen Lebensunwürdige zu betrachten und zu sagen, da darf ich dann alles tun. Das ist jetzt natürlich Mutmaßung, aber das ist ja innerhalb der islamistischen Ideologie drin. Mhm. Und so wie bei rechtsradikalen Taten kann man auch nicht einfach sagen, das ist ein Einzeltäter. Ja, ja, es ist ein Einzeltäter, aber er kommt nicht von ungefähr. Er hat ein Umfeld, es gibt geistige Brandstifter, es gibt Menschen, die dazu aufrufen, es gibt haufenweise Leute, die seine Tat feiern. Das ist echt ekelhaft. Da muss man einfach sagen, jede Religion, Christentum genauso, aber auch wie der Islam und eben alle gläubigen Menschen müssen sich auseinandersetzen mit dem Gewaltpotenzial,
dass jeder Religion innewohnt. Und Religion hat immer die Gefahr, dass sie auch fanatisch werden kann und kippt. Und damit muss sich jede Religion, wenn sie menschenfreundlich bleiben möchte, auch auseinandersetzen. Und das gilt für Muslime genauso wie für Christen, wie für Juden. Du musst schauen, wo sind deine Einfallstore für Radikalismus? Ja. Das ist jetzt nur mein Eindruck, wobei ich auch meine, das irgendwo gelesen zu haben, dass Islamverbände sich nicht großartig geäußert haben dazu. Doch. Und dass relativ wenig Distanzierung davon stattgefunden hat. Kannst du das bestätigen? Offenbar nicht. Also ich habe daraufhin auch meine Ohren ausgefahren und geschaut, wie äußern sich denn jetzt auch Vertreter, Vertreterinnen von Islamverbänden. Und ich habe mehrere Stimmen gehört, die ganz klar die Tat verurteilt haben und ihr Mitgefühl, ihr Anteilnehmen ausgedrückt haben und ihr Entsetzen über so eine Tat. Ich will mich hier nicht falsch verstanden wissen. Ich wünsche mir, dass es so ist, weil ich bin ja kein Moslem, aber mir tut es trotzdem für alle, ich nenne sie mal normalen Moslems, leid, die hier wohnen und jetzt wissen, okay, jetzt wird man, wenn man Kopftuch trägt oder in die Moschee geht oder was, wird man noch schiefer angeguckt, weil wieder irgendjemand so gnadenlos über die Stränge geschlagen, klingt wie nach einem kleinen Kind, was ausgerastet ist. Aber ihr wisst, was ich meine, also weil irgendjemand deine Religion oder meine Religion wieder so unendlich in den Schmutz gezogen hat, echt so beschmutzt hat, muss man sagen. Und auch alle Geflüchteten. Also es ist das natürlich neu, das Thema auch. Wobei, so. Also jeder, du hast gerade eben schon gesagt, das ist auch, wenn wir eine andere Abschiebepraxis hätten, dann wäre das nicht passiert. Nee, der hätte gar nicht abgeschoben werden dürfen. Weil Da muss man nochmal schauen. Hatte er ein Bleiberecht? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist das, was ich gelesen habe, ja. Mhm. Naja, okay, ich meine, ihr wisst, wie wir politisch drauf sind und wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr das auch gerne nochmal selber googeln. Meine Meinung ist, dass er nicht abgeschoben werden durfte. Also es wäre gar nicht möglich gewesen. Genau, das ist einfach... Solange er nicht straffällig wird. Das ist ja jetzt die Diskussion. Genau, weil er auch unauffällig war. Die Diskussion jetzt, also ob man eben auch straffällig gewordene auch in Länder abschiebt wie Afghanistan, wo man weiß, die Situation ist unsicher und von den Taliban beherrscht. Wobei man ja klar sagen kann, die Taliban, da passt er hin. Aber er wird da keine Strafe erfahren, das ist auch klar. Also wenn man ihn abschiebt, ist die Abschiebung die Strafe in sich. Dort wird er wahrscheinlich nicht irgendwie dieser Gewalttat angeklagt werden. Das ist crazy. Was ich nach der Attacke, er hat ja den Islamkritiker verletzt. Und in der Berichterstattung wurde immer gesagt, er hat den und den verletzt. Und es wurde quasi im gleichen Atemzug gesagt, das ist übrigens ein bekannter Islamkritiker, der auch schon mit dem Gesetz in Konflikt war. Ich habe sogar seinen Namen vergessen. Michael Stürzenberger. Stürzenberger. Fandest du das angemessen oder unangemessen, wenn jemand verletzt wird von einem Islamisten, dass dann im gleichen Atemzug gesagt wird, dass es übrigens ein Prominenter da und dahingehend, nämlich in dem Fall, dass er Islamkritiker ist und dass er auch schon Stress mit Recht und Gesetz hatte? Journalistisch, presserechtlich geht es ja immer darum, hat es etwas mit der Tat zu tun? Und es deutet natürlich ein Motiv des Täters, das nicht rechtfertigt oder so. Aber sozusagen, es hat etwas damit zu tun, warum der Täter gegen die losgegangen ist. Der ist ja nicht einfach auf den Marktplatz gegangen und hat wild um sich gestochen, willkürlich, wen er erwischt, sondern er hat es gegen diese Islamkritiker losgegangen. Das ist in keiner Weise provoziert oder sonst was. Nein, das war ein angemeldeter Infostand und auch wer sich sozusagen von denen kritisiert fühlt, muss es aushalten, dass in einem demokratischen Staat eine Meinungsäußerung, solange sie nicht andere Straftatbestände hervorruft, also sprich, solange die nicht irgendwie beleidigend und sonst was werden, aber dass man das aushalten muss. Also insofern. Aber in dem Zusammenhang fand ich es deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, nicht seltsam, weil es sozusagen erklärt, warum ist der gegen die losgegangen. Ja. Wie gesagt, nicht als Rechtfertigung, sondern als Erklärung, was war nun eigentlich der Tathergang und was waren die Zusammenhänge. Wenn man, je nachdem wie man drauf ist, glaube ich, also ich sehe es wie du, aber ich glaube, je nachdem wie man drauf ist, konnte man das dann so verstehen im Sinne von, da und da ist jemand abgestochen worden, aber halb so wild, es war sowieso nur ein Islamkritiker. Ja, wenn man böse denken will, dann hört man das so. Es gibt bestimmt Medien, die es so dargestellt haben. Ja. Vielleicht, aber also ich finde rein sachlich, und das ist ja immer gut zu durchdenken, und was berichtet man, das kennst du jemand, der berichtet auch, welche Details berichte ich? Genau. Also spielen die, sind die wichtig für die Story, dass man sie verstehen kann? Ja. Wenn man es jetzt mal so runterbricht, Story ist jetzt unangemessen
angesichts einer Tötung. Und, ja, ja. Aber ja. Also sozusagen ist es wichtig, damit man als Hörer, Hörerin das versteht, was da berichtet wird, dann gehört es rein. Wenn es aber nicht richtig ist und nur irgendwie ein falsches Bild hervorruft, dann, ja, das war ja immer die Frage, muss immer die Nationalität eines Tatverdächtigen dazu genannt werden? Ja, muss sie? Da gilt auch sozusagen im Pressekodex, wenn es etwas mit der Tat zu tun hat, mit den Motiven, dann gehört es rein. Aber umgekehrt müsste man flüchtig ist, ne? Also so, ja, aber das ist, da gibt es ja auch Beschreibungen, ja. Also die jetzt jenseits dessen sind, dass man gleich das alles labelt. Mhm. Jedenfalls Schweigeminute, ja. Übrigens, ja, Schweigeminute da eben Freitag. Mannheim ist ja nicht so weit von uns hier entfernt, Rhein-Main. Also insofern fand ich schon auch nochmal, merkt man immer, wenn die Nähe größer ist und Mannheim eine Stadt ist, wo du schnell auch mal hinfahren kannst und wo ich auch schon auf dem Marktplatz war, das löst immer nochmal eine Unmittelbarkeit aus. Bundesgartenschau haben wir zuletzt über Mannheim gesprochen. Ja, stimmt, richtig. Die ist nicht mehr, oder? Nein, ich weiß es nicht. Wann fängt denn die Feuer an und wo ist die? Das weiß ich jetzt nicht. Ach, das weißt du nicht, da könnte ich dich jetzt auch auslachen. Wieso? Ich lach doch mit dir. Ich musste so lachen. Du lachst halt einfach nie mit mir, du lachst immer nur über mich. Das ist ja immer so diese fiese christliche Formulierung, ich finde die ja sowieso nicht tauglich. Ich lache nicht. Nein, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir. Das ist doch keine christliche Formulierung. Also, ich hab's geh mit Gott, aber so. Geh, ist die christliche Formulierung. Jalla, jalla. Jalla. Bleib so, wie du bist, ist auch so eine christliche Formulierung. Ganz furchtbare, das ist so. Hab ich auch schon mal zum Geburtstag gratuliert bekommen und jemand hat gesagt, bleib so, wie du bist, ich finde das ganz furchtbar. Bleib einfach so, wie du bist. Ja, genau. Nee, das ist ja, keine Entwicklung. Veränder dich nicht, lerne nichts dazu. Aus dir wird eh nichts mehr. Kannst auch zurückgehen. Du kannst froh sein, wenn du diesen Status gerade mal so mit Ach und Krach halten kannst. Du bist eh keine 100. So ist es natürlich nicht gemeint. Eigentlich will man damit liebevoll ja sagen, ich mag dich so, wie du bist. Das ist ja, ja, das stimmt schon. Aber es gibt ja diese Geschichte von Bertolt Brecht. Mhm. Sie haben sich ja gar nicht verändert, sagte jemand zu Herrn Körner. Und er blasste und er erbleichte, weil das eigentlich schrecklich ist, wenn man sich gar nicht verändert hat nach vielen Jahren. Und nicht, dass man per se in sich zusammenfallen möchte, aber sozusagen zu sagen, ich verändere mich nicht, ich habe keine weiteren Erfahrungen gemacht, die auch etwas an mir geändert haben und die hängen geblieben sind, das wäre eher erschreckend. Auch ich wünsche dir, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Das oh Gott! Auch gar nicht. Leute, ihr wollt nicht wissen, was los ist, wenn alle meine Wünsche in Erfüllung gehen. Dieses Kopfkino hat schon begonnen. Ja, also wünscht sowas nicht. Dann lieber gar nicht gratulieren. Spaß. Weiter mit dem, was diese Woche ist. Es gibt ja doch Ereignisse, die gerade sehr prägen. Überflutungen im Süddeutschland. Kennst du jemanden, bist du verbunden mit Leuten, die in den Überflutungsgebieten leben? Nee, nur mein Bruder und seine Frau haben zum Beispiel vom Neckar. Also die wohnen in der Nähe von Heidelberg und haben da Videos gepostet im Sinne von, ich stehe hier auf dem Damm und so hoch war das Wasser noch nie. Und so, da ist es nicht zu totalen Überschwemmungen gekommen. Um die Frage kurz zu beantworten, nee, ich kenne niemanden. Zum Glück will ich gerade sagen, aber was heißt Glück, also kennst du Leute, die betroffen sind? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, schon, dadurch, dass ich aus Bayern komme und München. Aus München, aber München war jetzt nicht betroffen in dieser Weise, da hat es nur geregnet. Du Ahnungsfreier. Hubert Aiwanger und die Freien Wähler haben ja den Hochwasserschutz zurückgefahren, 2018, glaube ich, oder so. Der Postillon hat jetzt gemeldet, dass das nicht Aiwanger war, sondern sein Bruder. Das ist der Dauerwitz. Und Söder fragt sich, wie er das jetzt den Grünen in die Schuhe schieben soll. Sie haben auch nicht soll. Den Hochwasserschutz zurückgefahren, sondern die Polder haben sie. Das geht um den Polderbau. Ja, das ist schon, das war schon mit ein bisschen Geklüngel und so, nach dem, was ich da nachgelesen habe. Komm, ist egal, aber die Bilder von Markus Söder. So außerbayerisches Halbwissen verbreitest du jetzt. Der Markus Söder, der so vollkommen wie verkatert daneben steht, während Robert Habeck neben ihn in die Mikrofone spricht. Robert Habeck oder Olaf Scholz oder wo? Bei Habeck. Was? Habeck und Söder waren zusammen auf Terminen auch. Jetzt? Ja. Ich sah nur Scholz und, ja, also Söder. Söder hat ein gutes Bild gemacht. Söder hat immer seine blaue Jacke mit dem Freistaat-Emblem auf der Brust. Das habe ich nicht gesehen. Ich schon. Ja. Aber tatsächlich hat Bayern viel zum Hochwasserschutz getan. Also
Es ist jetzt immer interessant, wie so eine Debatte sich, aber das mit den Poldern war ein Punkt, der präzise. Also das sind so große Rückhaltebecken quasi, die volllaufen können. Das ist, glaube ich, aus dem Niederländischen, oder? Polder bauen, das ist eigentlich zur Landgewinnung. Ja. Also indem man sozusagen Überschwemmungsgebiet auch einkastelt sozusagen und so, dass das Wasser eben Ausweichmöglichkeiten hat, kontrollierte Ausweichmöglichkeiten. Mhm. Ja, davon hätten, glaube ich, also war mein Nachrichtenstand, 10 gebaut werden sollen, es wurden nur 2 gebaut. Irgendwie und so, ja. Hubert Aiwanger hatte auch erklärt, Polder seien überflüssig. Die lösen natürlich nicht nur Freude zu Nicht-Hochwasserzeiten aus, denn das heißt halt immer, man muss die bauen, man muss die vorhalten. Das tangiert im Zweifelsfall auch Eigentumsrechte, weil man, weil sich Land dafür verwenden muss, all solche Sachen. Aber wie man sieht, im Katastrophenfall ist es doch gut, wenn man dafür gesorgt hat. Das ist richtig. Aber, also mein Mann kommt aus Bayerisch-Schwaben und da war schon kräftig Land unter. Also die Kleinstadt, aus der er kommt, das war schon der Hammer. Also wir hatten da immer unmittelbare Verbindungen zu den Freunden, Freundinnen und Verwandtschaft, die dort wohnen. Und es ist einfach krass, da ist niemand zu Schaden gekommen, niemand verletzt worden. Aber zeitweise konnte nicht einmal mehr die Feuerwehr raus, weil die selber vom Hochwasser dann betroffen waren. Und die Leute haben halt einfach wirklich gerackert, um dem Wasser Herr zu werden und das Freibad war da neu gebaut worden, das ist jetzt erstmal überspült worden, muss man schauen, ob dann alles wieder neu gemacht werden muss. Also es ist einfach ein Schaden. Babenhausen, das war ja auch in den Nachrichten, das ist nicht der Ort, das ist einer der Nachbarorte. Da sagte auch Markus Söder, das ist der Hammer, da ist einfach alles kaputt. Nicht verwechseln mit dem Babenhausen in Hessen. Menschen, die der evangelischen Kirche hier in Hessen und Nassau nahestehen, die kennen vielleicht zum Beispiel das Babenhäuser Pfarrerkabarett. Babenhausen gibt es auch in Hessen, du redest jetzt von einem anderen Ort. Hat dein Mann das jemals so erlebt, dass so ein Hochwasser gewesen wäre? Nein. Oder war das da dann auch neu und einmalig? Also in dieser Weise, also krass. Ich habe jetzt nicht alle Jahrhundert. Aber, jetzt mal blöd gesagt, wenn er sagen würde, ja, vor 50 Jahren. Nee, unsere Tante, die über 90 ist und die den Ort schon lange kennt, sagte, also das ist ja wirklich heftig, was da jetzt gerade abgegangen ist. Die Klinik musste evakuiert werden. Kann man sich ja vorstellen, wie das ist, wenn Patienten, Patientinnen aus dem Krankenhaus geschafft werden müssen. Also das war schon heftig. Ja. Total schlimm. Das ist echt so eine Horrorvorstellung. Das so. Ich meine, weil ich vergleiche das so ein bisschen mit, wenn du Leute hast, die einen Einbrecher zu Hause hatten, die sich dann zu Hause nicht mehr so richtig wohlfühlen. Hm, genau. Weil das ist ja so dein Safe Space, dein Castle quasi. Finde ich einen guten Vergleich. Und da, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Homeoffice zu Hause ist im Keller und wenn es bei uns mal unfassbar wie noch nie vorher runterkommen würde, könnte das potenziell auch volllaufen. Und das weil das wäre das Grundwasser, es geht ja nicht nur darum, dass du nah am Fluss bist, sondern das Grundwasser drückt ja dann nach oben. Ja, also von daher kannst du dich auch betreffen, wenn du denkst, ich bin doch eigentlich weit genug davon weg. Ja, ich finde es einen guten Vergleich, weil ich stelle mir auch vor, dass es einfach so irgendwie so eine existenzielle Sicherheit erschüttert. Also, so ein Trauma ist es dann einfach so, das, was dir Sicherheit gegeben hat, das hält dann auf einmal nicht mehr. Ich, angesichts solcher Bilder verstehe ich immer noch mal in einer anderen Weise, wie es auch in der Bibel ausgedrückt wird. Also es gibt einige Psalmen, wo das ausgedrückt wird, wenn das Wasser dir bis zur Kehle steht. Und das ist jetzt nicht nur ein Sprachbild, also es ist natürlich auch ein Sprachbild und auch andere Situationen im Leben, die so sind, wo du das Gefühl hast, mir reißt gerade den Boden unter den Füßen weg, ohne dass es das Wort wörtlich tut, sondern als Lebenserfahrung. Aber es steckt auch eine konkrete Erfahrung von solchen Naturgewalten dahinter, wenn es eben zum Beispiel im Psalm 69 heißt, Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefen Schlangen, wo kein Grund ist. Also so dieses, alles rutscht weg und eben dein Safe Space ist bedroht und nicht mehr das, was er vorher war. War ja auch im Ahrtal, das war für mich etwas, was ich vorher nie so bedacht habe, dass dieses, wenn das Wasser viel Schlamm führt und wenn du dann das nicht rechtzeitig aus deinem Keller rauskriegst und das trocknet, dann ist es wie Beton und dann ist sowieso vorbei. Das war mir jetzt auch neu tatsächlich, das habe ich im Ahrtal nicht mitbekommen. Ich habe nur, Diakonie Katastrophenhilfe hat zu Spenden aufgerufen und die stellen viele Bautrockner zur Verfügung, die dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit aus den Gebäuden rauskommt, weil wenn du dich da nicht rechtzeitig drum kümmerst, ähnlich wie beim Schlamm, der wird fest und die Feuchtigkeit im Mauerwerk, die schädigt halt das Gebäude auf. Und was mir wieder ging, ist diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also Teile des Landes versinken und woanders, also im Norden war das Wetter ja sogar richtig schön und auch wir hier, es war jetzt nicht das Knüllewochenende, als das Hochwasser in Bayern und in Baden-Württemberg war, aber es war in Ordnung und es war schön. Ja. Also so, du weißt irgendwie, ich selber kann es ganz nett genießen und woanders geht, ist Land unter. Das war ja auch schon bei dem Hochwasser im Saarland, wo ich nicht so viel Verbindung hin hatte, aber da dachte ich, krass, was den Leuten da jetzt gerade passiert und wir hier sitzen völlig im Trockenen und was bedeutet geschützten. Dann für dich die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen?
Ist das die Überlegung, krass, dass da jetzt das und das passiert, während hier was ganz anderes passiert? Das ist ja ein fortwährender Zustand natürlich. Das ist, genau. Nee, ich wir sitzen hier im heißen Studio und irgendwo auf der Welt passiert Katastrophales. Das ist klar. Ja, das ist tatsächlich was, wo ich manchmal drüber nachdenke. Ja, je mehr Bezug ich dazu habe, desto näher kommt es mir eben auch, wenn ich räumlich davon entfernt bin. Wird mir einfach bewusster, wenn ich weiß, es geht jetzt konkret um diese Menschen und von denen kriege ich jetzt gerade die WhatsApp-Nachrichten und dadurch bin ich natürlich emotional viel näher dran und gleichzeitig eben doch auch in sichere Entfernung. Ja. Ja, was bedeutet das für mich? Schon irgendwie dieses Mitempfinden zu schärfen und auch wenn es den Leuten nichts hilft, doch, aber mir ging es schon so, wenn jemand dir sagt, du, ich denke da mit an dich und kann mir näherungsweise vorstellen und ahne, wie das jetzt gerade katastrophal ist. Also mir hat das schon geholfen, wenn ich mich nicht alleine mit meinem Elend wusste, sondern weiß, viele denken an mich und beten für mich. Ja. Was denkst du da bei der Gleichzeitigkeit? Dass man durchaus beten kann, aber dass man dann auch Geld spenden soll oder hinfahren soll und helfen. Also beten schön und gut ist gerade so ein bisschen meine Einstellung. Es ist überhaupt nichts Verkehrtes dabei, aber bitte nicht sich dahinter verstecken. Im Sinne von, ja, ich habe ja gebetet. Ja, toll. Hast du auch 5 Euro übrig vielleicht, um den Leuten zu helfen irgendwo, weil du hast Geld, die haben keins mehr, denen ist alles genommen worden. Daran muss ich gerade so denken, weißt du? Naja, es ist ja wie die alte Benediktinerregel, ora et labora, bete und arbeite. Also bitte um eine Kraft, die dich selber übersteigt, aber tu auch was. Schaff was für die Gebetserhörung. Nee, eben nicht für die Gebetserhörung, ja, das wäre jetzt schon... Müssen wir mal aufpassen, dass wir apropos, sagen. Wir hatten ja im Nachgut, wo war es mit dem Heiligen anrufen? Hatten wir das nicht? Ob Katholiken, Katholikinnen wirklich zu Heiligen beten? Das stimmt. Martin und ich hatten diese Woche auf WhatsApp eine Unterhaltung. Du hattest mich das gefragt, ob das... Ah, die katholische Kirche hat einen 15-Jährigen, der gestorben ist, heilig gesprochen. Weil der ist mit 15 an Leukämie gestorben und laut der katholischen Kirche soll Carlo Acutis nach seinem Tod 2 Wunder vollbracht haben. Ja, ein schwerkranker Junge aus Brasilien wurde wieder gesund, weil er zu Carlo gebetet hat. Das habe ich gelesen und habe dir das dann geschickt und habe gesagt, sag mal, funktioniert das bei unseren katholischen Brüdern und Schwestern wirklich so? Weil das ist ja straight up Götzendienst, wenn ich zu jemandem bete. Und als der Typ zu ihm gebetet hat, war der ja noch nicht mal heilig gesprochen. Weißt du, was ich meine? Und da hast du dann drauf geantwortet. Und es geht, wie immer, Leute, es geht hier nicht um Katholiken-Bashing, sondern nur um interreligiöse Verständigung. Wir wollen es verstehen. Wir würden es so gerne verstehen. Also, liebe katholischen Hörerinnen und Hörer, meldet euch. Ja. Ja, ich habe daraufhin gesagt, also zum einen, weil du dann sagtest, wie kann da sozusagen ein anderer schon zu ihm beten, wenn der noch gar nicht heilig gesprochen ist. Punkt eins, ja. Das ist ja, wenn man der Logik folgt von der Heiligsprechung, ist es eine Voraussetzung. Also, es gehört zu dem Heiligsprechungsverfahren dazu, dass nachgewiesen werden muss, dass im Namen dieser Person, die heilig gesprochen werden soll, Wunder passiert sind. Und die werden dann auch genau untersucht, ob es denn auch wirklich Wunder waren, sofern man das irgendwie untersuchen kann. Also, aber wir folgen jetzt einfach mal dieser Logik. Also insofern muss jemand zu dem gebetet haben und daraufhin geheilt worden sein. Sonst braucht man das eine Heiligsprechung nicht zu betreiben. Also, ja, eben. Das ist die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die es nicht geht. Und dann hatten wir noch so den Schreibwechsel, ob das tatsächlich so ist, dass Katholiken, Katholikinnen zur Heiligen beten und nicht zu Gott. Weil, wie gesagt, das ist also, weil da hätte ich dann tatsächlich so eine Anfrage im Sinne von, ich denke nicht, dass wir Wunder hin oder her, dass wir zu jemand beten sollten, der nicht gerade Gott oder Heiliger Geist heißt. Oder Jesus. Oder Jesus von mir aus noch, aber meine Gebete richte ich an Gott und nicht an, aber ich bin nicht katholisch groß geworden, ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Aber ich finde, es ist halt auch nochmal was anderes, wenn ich eine Medaille von Sankt Nimmerlein oder wie auch immer XY heißt, weil ich auf eine Wanderschaft gehe. Santiago. Er oder sie ist Schutzpatron aller Wandernden. Person, dann ist es nochmal was anderes, als wenn ich sage, heiliger Sankt Nimmerlein, bitte behüte mich auf dieser Reise. Nee, mein Gebet ist auch wie, wenn ich einen Brief falsch adressiere. Darf ich mich auch nicht wundern, wenn er nicht ankommt, Martin. Ja, die katholische Welt ist da äußerst praktisch. Sie hat ja für jede Sache auch einen passenden Heiligen, eine passende Heilige in petto. Ja, aber... Und du
musst halt dann gucken. Aber es gibt natürlich auch Lieblingsheilige. Maria zum Beispiel. Also der Gedanke dabei ist, um das auch jetzt, soweit ich es verstanden habe, wie gesagt, sagt uns bitte, wenn ihr es anders versteht und anders wisst. Aber es ist der Gedanke, dass wir ja auch lebend füreinander beten können. Das hatten wir jetzt gerade auch, dass ich, dass du für mich beten kannst oder wir für die Menschen in den Überflutungsgebieten. Und erst recht kann man das, und als Christentum glaubt man ja nur daran, dass es eine Gemeinschaft der Lebenden und der Toten gibt. Mhm. Und dass von daher auch die schon Verstorbenen für uns noch Lebende beten können, Fürbitte einlegen können. Also die theologische Figur dabei ist meines Erachtens, dass die Heiligen Fürbitte bei dann Gott... Dann sind das Mittler quasi. Sind sozusagen Mittler, und sie legen Fürbitte, Bitte für uns. Es heißt ja auch, Heilige so und so, bitte für uns. So heißt es in den Litaneien, in der katholischen Messe kenne ich so. Heilige Barbara, bitte für uns. So. Aber es gibt natürlich genügend Leute, und justament in der Woche, als wir hin und her geschrieben haben, schrieb mir eben eine Freundin eine schöne Geschichte. Sie betet immer zum heiligen Antonius. Das machen ja einige. Der ist ja zuständig für... die richtige Postadresse nennen. Wofür ist... Heiliger Antonius, ich habe keine Ahnung. Weiß ich Wenn nicht. Man was verloren hat. Okay. Ach so. Ja, und also. sie erzählte mir eine Geschichte, das ist gar nicht sie unmittelbar, sondern ich verschleiere es jetzt ein bisschen. Also eine Frau hatte ihre Handtasche verloren und fand sie nicht wieder, in der einiges drin war, was sie dringend brauchte. Das klingt wie eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Hat sie einen Groschen verloren? Ja, so, ja genau. Ja, oder ein Schaf. Und sie suchte und rief eben, betete zum heiligen Antonius. Und, Die macht das for real dann? Die macht das for real. Und das Schöne daran fand ich, und sie hat angefangen, mit dem heiligen Antonius zu verhandeln. Okay. 50 Euro, wenn ich meine Tasche wiederfinde. Okay. Nichts. 100 Euro, wenn ich meine Tasche finde. 150 Euro, wenn ich meine Tasche wiederfinde. Bei 500 Euro lupfte sie die Jacke ihres Mannes, der die über den Stuhl gehängt hatte. Ja. Darunter war die Tasche. Alter, 500 Euro. Ein Kinderheim bekommt jetzt 500 Euro, weil der heilige Antonius das Wiederfinden dieser Tasche... Weil der heilige Antonius oft genug doppelt oder nichts gedrückt hat. Hä? Und ich dachte mir, warum hat der heilige Antonius bei 500 Euro aufgeholt? Sie hätte doch durchaus noch weitermachen. Aber es ist jetzt natürlich ein bisschen veralbert. Ne, ihr war das ernst, wenn es veralbert wäre. Sie hat 500 Euro gespendet, weil sie die Jacke nicht hochgehoben hat. Also mental hilft es wahrscheinlich einfach ein bisschen, dass du deine Gedanken richtest, weil wenn du was suchst und was das wirklich etwas ist, also ich kenne das, also ich komme dann auch in Panik und denke, oh Gott. Apropos, da ist ja mein Geldbeutel. Jedenfalls, da kann man schon mal einfach einen Schreck bekommen. Und dann handelt man wie so ein kopfloses Huhn. Ja. Und ich glaube, so dieses Beten ist natürlich so erstmal rein mental erklärt. Du richtest deine Energie woanders hin. Und das macht dann die Gedanken auch freier, um zu überlegen, Mensch, wo war ich denn? Wo könnte es denn sein? Was sind denn noch Orte, wo ich noch nicht war? Verstehe. Wo habe ich vielleicht noch nicht gründlich genug geschaut? Also ich glaube, das lässt sich auch mit als Mentaltechnik einfach erstmal erklären. Überhaupt kein Widerspruch. Wie jedes Beten. Also da glaube ich schon dran, wenn wir was dringend suchen und beten, dann finden wir das. Ob wir das ohne das Gebet auch gefunden hätten, weiß ich nicht, aber das ist so eine, vielleicht ist es so ein bisschen Art kindliches Vertrauen, was ich habe. Bibelspruch dazu? Suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Was ich dir heute schrieb, weil ich bei dir am Büro geklopft habe und du aber nicht aufgemacht hast. Ich bin ja nicht Jesus. Ich war Jesus und du hast nicht aufgemacht. So siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, aber ihr macht nicht auf. Ja, genau. So. Du hast aber jetzt zwei Bibelsprüche durcheinander geworfen. Es gibt diesen Bibelspruch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das sagt Jesus. Und es gibt die Aufforderung an Gläubige zu sagen, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Ich habe die nicht durcheinander geschmissen, ich habe die nacheinander rausgehauen. Okay. So, jedenfalls, ich habe tatsächlich. Aus der Bergpredigt. Ich habe tatsächlich auch mal mit Gott so gefeilscht, als ich was verloren habe. Ja? Wir machen einen Zeitsprung ungefähr 25 Jahre zurück. Ich bin auf der 10er Abschlussfahrt in der schönen Stadt Köln. Ja, ich mache die Geschichte mal kurz. Ich habe den Zimmerschlüssel verloren und das war irgendwie wichtig. Dann habe ich mit Gott gefeilscht und habe gesagt, weil auf dieser 10er Abschlussfahrt, da hat man so mal so ein Bier getrunken und da hat man ab und zu auch mal so eine Zigarette geraucht und so, weißt du, wie das halt so war. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn ich diesen Schlüssel wiederfinde, dann rauche ich nie wieder. Ja. Ich sag mal so, den Schlüssel habe ich gefunden. Von daher habe ich da noch Schulden bei Gott irgendwie. Ich habe auch den Eindruck, der jüngste Tag wird bitter. Ach, der wird ganz, ganz bitter.
Ich habe einmal den Schlüssel hier von unserem Medienhaus verloren. Da du, ich, als ob du den nur einmal verloren nein, hättest. Nein, ich habe ihn nur Martin einmal. Hat sich mehrfach die Tasche klauen lassen. Ja. Stimmt, ja, ich habe ihn gar nicht verloren. Mir wurde die Tasche mit dem Schlüssel. Ja, dann ist nicht deine Schuld. Und mein damaliger Chef sagte, ja Martin, also wenn du nicht versichert warst, du kannst dich natürlich jetzt vor die Tür legen und die Nacht damit verbringen, damit nicht jemand nachts dann da einbricht. Das kann frei so ganz schön. So lustige Chefsprüche, weißt du so. Das kann ja, ganz witzig. Schön teuer werden. Hör mal, aber infolge dieser Geschichte damals von dir, und Leute, das ist ein. Habt ihr James gehört gerade, der sich schüttelt hier? Das ist ein Hinweis, den ich an euch alle geben kann, wenn ihr irgendwie sowas habt wie einen Schlüssel fürs Büro und so, wo der Austausch der Schlüsselanlage teurer wäre, müsst ihr kontrollieren, ob eure Versicherung das mit einschließt. Mm. Einschließt. Verstehst du, wegen Schlüssel. Komm, ist egal. Martin, lass noch ein paar Fragen machen. Ja. Ich bin dran mit Fragen. Außer du hast gerade eben so verzückt die Bibel geöffnet. Ist dir noch was Wichtiges eingefallen, was du uns mitgeben willst? Wir haben viel über Bibel geredet heute. Ach, das beruhigt mich jetzt. Gut, dann mache ich sie jetzt zu. Knarz. Martin, pass auf, wir waren gerade schon bei Sturm- und Drangzeit, ja, also quasi im Sinne von 10er Abschlussfahrt und so. Deswegen wüsste ich gerne, wie hast denn du deine Sturm- und Drangzeit erlebt oder gefeiert? Und kannst du festmachen, wann die war? Wie alt warst du da? Und 19. Wann hast du dich mal. Ach, 19, okay. Von zu Hause weg dann oder was? Oder was war denn da los? Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Ja, ich würde sagen, ich habe eben eine verzögerte gehabt, weil ich ja, also ich hatte wunderbare Teenagerjahre, aber die waren ja, ein Teil meiner Persönlichkeit war ja im Kleiderschrank, also der schwule Teil, von daher ja, all dieses irgendwie erste Liebe, ich war zwar schon verliebt und andere waren in mich verliebt, aber das hat sich ja jeweils wechselseitig nicht erfüllt und ich habe ja auch niemandem davon erzählt und habe das dann erst getan, als ich 19 war. Und ab dann hatte ich schon so eine Aufbruchsphase, wo ich einfach dann in die schwule Welt abgetaucht bin von München und erstmal einfach nur restlos begeistert war. Und ich glaube auch alle um mich herum ziemlich genervt habe, indem ich vor allem immer nur noch das Thema schwul kannte. Und ach, ist das so? Ich glaube schon. Wie so ein frisch Bekehrter. Ja, wie so ein frisch Bekehrter. Wes das Herz voll ist, des fließt der Mund über, oder? Hat Goethe das nicht so gesagt? Nein, Luther hat das so übersetzt. Ja, Luther, der deutsche Goethe. So, das ist aber interessant. Und hast du, also ich musste so drüber nachdenken, ich treffe mich nächsten Sonntag mit einem Kumpel, bei dem ich früher am Wochenende regelmäßig auf der Couch eingepennt bin. So ungefähr. Weil du so total weißt du? Vom Feiern erschöpft warst, oder? Ja, so ungefähr. Also. Ah, ich ja, merke, der ist, große Mantel des Schweigens wird über vieles drüber gedeckt. Du, mal ganz ehrlich, das war eine Zeit, da hatte ich auch schon einen Führerschein und bevor man dann irgendwie mit einem Bier zu viel nach Hause fährt, hat man sich eher da auf die Couch gecrushed irgendwie. Man muss aber auch dazu sagen, dass das sehr, sehr oft so ausgesehen hat, im Sinne von, komm, wir gucken noch einen Film und dann lief der Film und alle sind einfach eingeschlafen währenddessen. Ja. Und dann wacht man irgendwann auf um 5 Uhr, während die DVD die ganze Zeit das Menü wiederholt. Mit der gleichen Musik und so. Das ist. Du warst, aber insofern, du warst auch 18 für deine Sturm- und Drangphase, würdest du sagen. Also auch eher ja, so, ein Spätzünder. Ja, so 18, 19. Man muss dazu sagen, bevor ich einen Führerschein hatte, so mit 16, auch 17 oder so, bin ich schon mal von Freunden mitgenommen worden, dass man mal so nach Marburg gefahren ist. Von einem zum Beispiel, ganz liebe Grüße an Hörer Hessi, der hat mich mit nach Marburg genommen. Wir waren dann so Samstagabend, waren wir so Billard spielen oder so. Wow. Weißt du, haben wir auch mal so Zigaretten geraucht. Ja, also war, Sachen haben wir natürlich auch schon vorher, bevor ich 19 war, Theaterfabrik war die Diskothek, in die wir da damals gingen. Ich weiß nicht genau, warum die am Rande der Stadt war. Eigentlich Theaterfabrik, so nannte ist ein cooler sich. Name. Ja. Ja. Da sind wir hin. Da war dann auch, wenn man noch nicht 16 war, musste man vor Mitternacht dann wieder raus sein. Und eine Freundin aus unserer Clique, die war ein bisschen jünger als wir anderen, die hat dann immer extra beim Einlass so einen besonders ernsten, erwachsenen Gesichtsausdruck aufgelegt und sich hinter dem breitesten Typen aus unserer Clique versteckt, um nicht irgendwie nach dem Personalausweis gefragt zu werden. Ja klar, verstehe ich. Also solche Sachen gab es natürlich schon. Und auch. Welches Lied fällt dir spontan ein, wenn du an... In Zaire. Was? In Zaire. Kenne ich nicht. Daran erinnere ich mich besonders, weil ich immer dachte, es heißt hinterher, aber es heißt in Zaire, in Zaire. Was ist das für ein Wort? Zaire ist das Land. Zaire. In Zaire, okay, verstehe. Aber kannst du singen? Oder Bobby Brown, kennst du das noch? Von ABBA? Weiß ich nicht mal. Hear the people, I'm Bobby Brown. They say I'm the Boney cutest M? Boy in town. My car is fast, my teeth are shining. I tell all the girls they can kiss my...
Was? Was reimt sich denn auf Shining? Ja. Das ist egal. Okay, komm, vergiss es. Kennst du das nicht? Bobby Brown ist Kult. Alter, soll ich dir was sagen? Diese komplette Clubszene und so, oder in die damals Disco genannt, ist komplett an mir vorbeigegangen. Habe ich nie so gelebt irgendwie. Aber egal, komm, noch eine Frage. Die zweite Frage schließt sich an die gleiche Zeit an eigentlich. Welche Zeitschriften hast du als Kind oder auch als Teenager gelesen? Die Flohkiste. Kennst du das noch? Wenn du Flohkiste sagst, glaube ich, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja, kann das sein? Ja. Boah, schade, ich dachte, mir wäre voll die tolle neue Frage eingefallen. Flohkiste war doch so eine... So ein pädagogisches Magazin. Ja, so eine alternative Geschichte. Einfach nur. Nee, es war mehr so, ich erkläre euch die Welt, so Erklärbär. Ja, okay. Bravo habe ich natürlich auch gelesen. Du hast Bravo gelesen. Bravo war bei uns unfassbar verpönt. Niemals hätten wir Bravo kaufen dürfen. Hallo, da waren Nackte drin, da ging es um Sex und Rock'n'Roll. Die Love Story, wow. Es gab immer die Love Story. Die Foto Love Story. Und Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ja, Standard. Genau. Ja, wenn man mal eine Bravo in die Finger gekriegt hat, ist man zufälligerweise auch sofort da gelandet. Weil, meine Schwester hat die gelesen und es gab einen Schrank in unserer Diele, in unserem Eingangsbereich der Wohnung und da waren die ganzen drin und wenn ich mal so einen unbeaufsichtigten Nachmittag hatte, saß ich da davor und habe eine nach der anderen gelesen. Ja, verstehe. Aber ich meine, ihr wart doch ein Pfarrerhaushalt. Ja, wir sind halt anders, als ihr gedacht habt, was Pfarrer sein. Ja, viel zu weltoffen. Meine Eltern wussten aber auch, dass meine Schwester die Bravo hat. Also, ja. Ja, ich weiß nicht. Also es war halt damals schon so klatschmäßig irgendwie und es war. Klatsch? Naja, Klatschgeschichten standen da ja auch drin. Nein, über Musiker, Popstars. Ja, genau, der neueste Klatsch über die Berühmten. Ja, und dann die ganze Sexgeschichte. Ja. Und das wäre bei uns nicht klar gegangen, glaube ich. Also mich hat die Bravo aufgeklärt. Ja? Ja, das waren all die Fragen. Ich wusste natürlich mit dem Bienlein und dem Blümlein und blablub. Ja. Das alles bekommt man ja. Das grobe Prinzip war bekannt. Aber die nun tatsächlich eigentlichen Fragen, die standen in der Bravo und die Antworten dazu. Ja, verstehe schon. Macht Onani blöd oder... Ja. Macht ja nur blind. Aber das sehe ich nicht ein. So. und das war's? Was war die Zeitschrift nach Bravo? Da muss noch eine gekommen sein. Oder? Eine feste Zeitschrift? Also in Teenagerjahren, oder was? Oder? Ja, du hast doch nicht bis du 18 warst Bravo gelesen. Das Kreuzworträtsel war auch immer extrem blöd. Ich bin mit einem Mädel zur Schule gefahren. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass dein Kreuzwort. Ja. Und die saß dann neben mir und hat manchmal dieses Kreuzworträtsel, was echt so auf dreijährigen Niveau nach meinem Dafürhalten war. Dann stand da Take, Punkt, 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 dann musstest du That reinschreiben, so die Schiene, weißt du? Das ist doch schön. Take That. Nee, ich ist ja auch dann, so voll der aufrührerische Name, ne? Wusstest du das? Da habe ich mal drüber nachgedacht, Take That. Das ist so im Sinne von Nimm das, Erziehungsberechtigter. Ich höre jetzt diese crazy neue Boyband. We don't need no education. Ja, das war ein Pink Floyd, wa? Ja. Yeah. Welche Zeitschrift kam denn jetzt noch? Nichts mehr. Also ich weiß, was? Ich habe nichts abonniert. Danach nur noch Bibel. Die gab es als Zeitschrift bei euch? Danach, die gab es tatsächlich als Zeitschrift bei uns. Jetzt hör mal auf zu lachen darüber. Die evangelische Sonntagszeitung. Bibelcomics gab es bei uns. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeine Zeitschrift abonniert hatte. Dadurch, meine Brüder haben irgendwann mal den Spiegel begonnen. Ich glaube, so mit 15, 16 lernten die. So mit 12. Lernten die den Spiegel jede Woche auswendig. Ja, okay. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Den gab es bei uns auch immer. Also meine Eltern lasen Spiegel und von daher haben wir da auch immer mal mitgelesen. Ja. Und meine Brüder systematisch. Der Papa von einem Kumpel damals, der hat alle Fokusausgaben. Der Fokus startete damals. Das könnte so 96 rum gewesen sein oder so. Genau. Fakten. Ich wusste, dass das kommt. Wie gesagt, also Bravo war verboten, sage ich jetzt einfach mal so. Weil man könnte jetzt um den heißen Brei reden, aber es war so. Warte. Was kam dann bei dir? Fischertechnik-Zeitung. Warte, jetzt lass mich noch mal kurz überlegen. Also als ich Kind war, auf jeden Fall Mickey Maus. Hast du nie Mickey Maus gelesen? Das durften wir wiederum nicht. Also Bravo. Aber da war sogar ein Extra drin. Also da war bei meiner Mutter, das war eigentlich lustig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. An Bravo hat sie irgendwie, glaube ich, nicht so viel Anschluss gemacht. Ja, Martin. Genommen. Aber Comic, das war so nach dem Motto, Die Zeitung mit den Penissen drin darfst du dir angucken, aber hier gezeichnete Mäuse, ich glaube, es geht los, Sohn. Sodom und Gomorra. Ja, nee, also Comics waren irgendwie, da wussten wir, das gutiert meine Mutter nicht. Ja.
Aber also diese Sprache und das ist ja alles nicht so ganz richtig und dieses Peng, Puff, Rülps. Beinstellen. Genau, Beinstellen. Bei Freunden oder so, dann sind wir drüber hergefallen. Also so ist meine Erinnerung. Ist liebe Geschwister, wenn ihr das hört, bitte korrigiert mich. Also nee, hatten wir nicht fest. Ja, dann war irgendwann mal so, weiß ich, mein Schulfreund las gerne Tim und Struppi, Tintin. Tintin. Kenne ich nur vom Hörensagen eigentlich? Das habe ich bei ihm, aber das habe ich nicht abonniert gehabt, sondern das, ich hatte auch der hatte Abo. Ganz viele von dem Tim und Struppi. Als ich erwachsen war, hatte ich ein Titanic-Abo, aber es geht ja gerade um die Jugend. Ach so. Und dann, also Mickey Maus, dann gab es eine Weile so eine Dinosaurier-Zeitschrift. Da habe ich viele Ausgaben von gekauft. Die fand ich auch ganz geil eigentlich. Witzig, dass Dinosaurier eigentlich immer auch bei Kindern nach wie vor irgendwie gehen so der immer. Renner sind, gell? Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Bravo Sport zu lesen. Das war ein komplett anderer Schnack, tatsächlich. Da ging es wirklich nur um Sport. Tatsächlich? Ja. Okay, das war, ich bin bis heute der Meinung, dass das wirklich eine ziemlich gute Zeitung war. Weil die hatten sehr viel so, hatten wir schon mal so NBA, Basketball, viel Bundesliga, viel Formel 1 damals zu der Zeit. Immer Poster dabei, manchmal Sticker. Und was gab es noch? Wrestling. Yps, Hefte hatten. Die haben. Nee, lass mich jetzt erstmal über Wrestling weiterreden. Ach so. Nee, also das wollte ich nur kurz sagen. Also Bravo Sport war tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das war eine coole Zeitung. Bin ich total überzeugt von. So, und Yps hatte ich ein einziges Mal im Leben und ich war als Kind entsetzt darüber, wie schlecht die Comics sind. Weil die keinen Sinn ergeben haben. Und ich dachte so, also das Extra, für das ich das Ding jetzt gekauft habe, da konnte man so ein Tyrannosaurus, wieder mal Dinosaurier-Skelett gießen mit so Gips, was da drin war. Aber die Comics waren so grottenschlecht. Die haben dann selber Comics gemalt und geschrieben. Herr Bienlein. Frau Blümlein. Was? Wir haben dann selber Comics-Geschichten geschrieben. Ja, aber eine Comic-Geschichte, die man selber geschrieben hat, ist ja jetzt nicht so interessant zu lesen. Aber Geld gespart habt ihr dadurch, sicherlich, ja. Jede Woche haben wir ein Heft produziert. Das ist so, wie wenn so dieser, weißt du, Mama, kann ich einen Comic? Nein, wir haben einen Comic daheim. Und dann der Comic daheim so drei Kästchen vom Bruder gemalt. Ja, Martin, spannend. Ich glaube, wir müssen angesichts der Zeit jetzt mal den Deckel drauf machen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören, hoffen, dass sich relativ wenig Leute nur auf den Schlips getreten gefühlt haben heute. Ihr könnt uns immer gerne schreiben, pfarrerundnerd@indeon.de. Die Shownotes findet ihr auf indeon.de/pfarrerundnerd. Guckt auf Insta vorbei, sehr gerne auch auf Threads vorbeigucken. Wir hören uns nochmal am 14. Juni, bevor wir so eine kleine Mini-Sommerpause machen. Könnte man so sagen, aber Details dazu dann kommende Woche. Martin, hast du einen Segen vorbereitet? Ich prognostiziere mal ja. Richtig. Ach, wie ich das wieder gemacht habe. Wie du das wieder weißt, du bist prophetisch. Es muss die heilige Geistkraft sein. Ich habe einen Segen geschrieben, der ums Wählen geht, aber jetzt nicht um die Europawahl, sondern man muss ja immer wieder mal im Leben wählen und sich entscheiden und dazu ein Segen. Wenn du eine wichtige Entscheidung zu treffen hast, wünsche ich dir Gottes Geistkraft, die dir hilft, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Gott stärke dich, damit du das Beste aus dem machen kannst, wofür du dich entschieden hast. Gott sei bei dir auf dem Weg, den du einschlägst. Gott segne und behüte dich. Amen. Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.